Was geht ab, meine OZ-Fighter? Sarion, Dokkan Battle hat es erneut getan. Vor dem Dokkan Now Livestream haben sie einen Data Download rausgehauen. Das heißt, wir wissen ganz genau, was die neuen Charaktere drauf haben werden, Freunde. Der neue LR Super Saiyan Goku und LR Full Power Freezer erscheint heute um 8.30 Uhr morgens unsere Zeit. Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch sehr viel Glück bei euren Summons. Ich werde heute noch live gehen und live summonen, nämlich um 12.30 Uhr auf twitch.tv/ozerustones. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei meinen Summons vorbei. In diesem Video zeige ich euch, was die Charaktere drauf haben, Freunde. Ihr seht es auch schon, Goku Super Saiyan LR Goku wird vom In-Typus sein, LR Full Power Freezer an der vom AGL-Typus. Wir haben den Nebencharakter Piccolo, wir haben den Nebencharakter Dritte vom Freezer und dieser Oldschool Goku bekommt ein Dokkan Awakening, Freunde. Und apropos Super Saiyan Goku. Super Saiyan Goku könnte die SA farmen, Freunde. Dieser Goku, by the way, ist es der, der sein Dokkan Awakening bekommt. Und Super Saiyan Goku haben eine gute farmbare SA. Zum einen beispielsweise aus dem Prime Battle Event auf Stage 4. Dort droppt dieser Super Saiyan Goku zu 15%. Das heißt, ihn könnt ihr schon mal vorab farmen für den Super Saiyan Goku, um ihn auf SA 10 zu bringen. Seine SSR-Version von dem LR. Oder hier aus dem Barbershop könnt ihr euch hier gegen jeweils 100 Gems diesen Goku eintauschen. Ist auch ein Super Saiyan Goku, damit ihr das schon mal gehört habt. Okay, Freunde. Wie gesagt, 8.30 Uhr ist das Ding. Ich wünsche euch sehr viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Wir gucken uns erstmal an der Stelle die Animation an. Shoutout an all diejenigen, die hier beteiligt sind. Hier erstmal an der Stelle an Kowai. Let's go. Und zwar haben wir die 12 Key von dem LR Super Saiyan Goku. Let's go. Ah, ohne Ton oder wie? Okay. Ah, okay, schade, gar nicht schlimm. Ich lasse einfach nochmal laufen hier. 12 Keys, Melee-based. Die Animationen sind crazy, Leute. Uff. Alter, der haut ihn ja richtig zur Seite. Die Animationen sind richtig stark, definitiv. Schön oldschool DBZ. So mag ich es wirklich. Jetzt haben wir ja an der Stelle die 18 Key von dem LR Super Saiyan Goku. Okay, ja, doch, hat, ja, also der Artstyle ist halt crazy. Okay, lasst mich wissen natürlich, wie ihr die Animation findet. Jetzt haben wir den Active Skill, Leute, den Active Skill vom LR Super Saiyan Goku. Okay. Alter, was ist jetzt los? Einfach FIFA Goku hier. Oh mein Gott! Oh, das sieht geil aus. Das sieht gut aus. Schau mal. Junge, hab mal deine. Ah! Geil. Das ist richtig stark. Schaut an Dokkan World, was wir bei Goku noch hier an der Dash haben, ist dieses KO-Stream bei einer Super Attack. Und dieses bei seinem Active Skill. Crazy, Freunde. Aber weiter im Kontext. Okay, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir die 12 Key von LR Full Power Freezer. Extreme AGL-Typus. Wie breit der ist. Einfach Cyberman packen. Ja, okay. Melee-Base auch. Ja, kann man machen. Irgendwie nichts Atemberaubendes tatsächlich, meiner Meinung nach. Also, abgesehen von den Animationen hier. Also, die gehen einfach aggressiv drauf. Fühle ich schon so. Warum nicht? Nehme ich an. Die Animationen, die toppen halt, glaube ich, alles. jetzt haben wir die 8. Oh, was? Er schreit einfach nichts. Warte mal. Die 18 Key. Ja! Oh! Boah, die 18 Key ist stark. Oh mein Gott, die 18 Key von Freezer ist stark. Oh. Die 18 Key ist richtig stark. Die 18 Key von Freezer gefällt mir.
Ach du Heilige. Okay. Jetzt aber zum Active Skill von LR Full Power Freezer. Okay. Mal drauf gespannt jetzt hier. Ist auch clean, wirklich stark. Ja, auch Axel von ihm ist auch gut, das ist halt aus der ikonischen Szene. Crazy. Bah. Haben sie auch gut getroffen, meiner Meinung nach, von der Animation. Auf jeden Fall. Okay, stark, so viel zu. Ah, ne, wir haben noch Jotta, pass mal auf hier, nicht so voreilig. Wir haben noch von Dritte vom Freezer die Animation. Natürlich zeige ich euch danach die Infos und Details der Charaktere. So, das ist der Nebencharakter bei Freezer, ne? Oh, das ist ein Pew-Pew! Ja, okay, kann man machen, das ist nice auf jeden Fall. Was macht er, Alter? Keiner weiß. Jetzt mein Bruder Piccolo. Piccolo, yeah! Zeig was. The Legend. Okay, ja, okay, kann man auch machen, nehmen wir an. Und jetzt von dem Oldschool Goku Dokken Awakened. Was hat der Segel hier drauf? Seine erste Animation. Oh, clean, ey. Wow. Die haben zumindest mal neu animiert, ey. Fühle ich. Okay, yeah, so viel dazu, Freunde. Okay, let's go. Dann gucken wir uns hier an der Stelle mal. Das ist die Animation von LF Football Freezers Karte. Sein Artwork. Ist nice auf jeden Fall, kann man machen. Das sieht echt schön aus. Oh! Oh, okay. Und das ist von Goku jetzt. Guck mal. Wahrscheinlich auch dieselben Effekte. Mit den Voice Shop bei nichts. Okay, ja, Kakaroto. Ist auch gut. Ist alles? Jetzt. Okay, alles klar, ciao. Okay, jetzt aber. Jetzt geht's rund. Schaut an Asna, was haben die Charaktere drauf, Freunde? Das ist die SSR-Version Full Power Freezer. Ihr braucht hier 35 von den 9 Dokkan-Medaillen, um ihn zur Thema-Version zu awaken. Dann nochmal 35 und 5 von Goku. Nur 5. Ah ja, das ist ein älteres Werden. Okay, dann droppt ihr nur eins. Aber das wollen wir jetzt sehen. LR Full Power Freezer. Wir machen es am besten mal so. Let's go. Und zwar Extreme AGL. Er ist der Leader der Sworn Enemies. Das ist die neue Kategorie. Oder Planet Namek Saga Kategorie. Gibt dieser Ki plus 3 HP und Attack 170% und Defense 150%. Super Attack 12 Ki. Erhöht seinen Angriff und macht richtig, ihr lest es richtig, Mega Colossal Damage. Und nicht Colossal. Er macht auf beiden Mega Colossal Damage. 18 Ki erhöht die Verteidigung und macht Mega Colossal Damage. 18 Ki tut der Verteidigung stacken und mit der 12 Ki tut der Angriff stacken. Und jetzt passt mal auf. Passive Skill. Er hat Ki plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung immer 100%. Da macht er eine Additional Super Attack innerhalb derselben Runde, nachdem er einen Angriff bekommt. Also wenn du ihn auf Slot 1 stellst und einen Angriff bekommt. Garantiert Additional Super Attack. Das heißt, what? Du machst zweimal Mega Cost Damage einfach. Egal in welche Konstellation. Ob es einmal die 12 Keys oder einmal 18 Key, dann 12 Key und du tust immer Stack-Ham. Das ist schon mal richtig gut. Dann hat er eine Medium-Chance, das sollten 30% sein, eine Additional Super-Deck zu machen als zweiter oder dritter Angreifer in der Runde. Mit einer Medium-Chance, Freunde. Das heißt, er kann potenziell bis zu dreimal Super-Decken mit Dupe-System. Was? Du holst einfach die ganze Zeit die 6. Garantierte Edition Super Decks sind halt garantiert die 12. Das ist immer die 12 Key. Also, wenn ein LR eine Edition Super Deck macht, ist es die 12 Key. Das heißt, er tut immer Angriff stacken. Das ist crazy schon mal. Dann bekommt er zusätzlich Attack und Defense 100% für die ersten 6 Runden. Okay. Für die ersten 6 Runden nur, das ist wahrscheinlich so Full Power Freezer Aspekt. Dann bekommt er ab Anbeginn der 7. Runde 50% auf den Angriff. Okay. Das geht natürlich weg, aber das bleibt immer Ki plus 2 Attack Def 200%, sorry, Attack Def 100%. So, dann bekommt er Ki plus 1 am Anfang jeder Runde bis zu Ki plus 3 und zusätzlich 50% auf den Angriff, wenn es einen Superclass Gegner gibt. Alles klar. Dann macht er garantiert einen kritischen Treffer,
Wenn es einen Gegner gibt, dessen Namen Goku enthält, ausgeschlossen Youth, Captain Ginyu, Junior, etc. Okay. Ja, das. Es gibt sehr viele Goku, so ist nicht. Also, das werdet ihr auch oft sehen, einfach die garantierten Crits. Krass, also die Passive ist auf jeden Fall stark. Die ist eine sehr starke Passive. Active Skill tut der Greatly seinen Angriff erhöhen, temporär, und macht Ultimate Damage. Das wird auch gut Schaden machen, dadurch, dass ein LA ist, Greatly nochmal Angriff erhöht und sein Fort. Ein zusätzlicher Buff wäre vielleicht nice, aber bei dem ist so, glaubt mir, je später ihr dieses Ding aktiviert, desto besser wird es, weil er immer seinen Angriff erhöht. Also Active Skill wird auf jeden Fall gut Schaden machen im Vergleich zu anderen Charakteren, die so eine Active Skill Schaden, also einen Active Skill haben, der Schaden macht. Diesen Active Skill kann man aktivieren, wenn man gegen einen Gegner kämpft, der ein Superclass-Gegner ist und die HP 30% und drunter ist. In den schwierigen Events werden wir das auf jeden Fall sehen, so ist nicht, vertraut mir. Weil das auch jetzt, ihr müsst so überlegen, das schwierige Event, was jetzt so herauskommen wird. Dort werden wir in zwei Perspektiven kämpfen, gegen Extreme-Class-Gegner, gegen Super-Class-Gegner. Und dort wird der Freezer halt brutal sein, wenn man gegen Super-Class-Gegner kämpft. Und das wird sich auch gut aktivieren. Und er wird halt auch garantiert kritten so. Also ihr werdet direkt merken, okay, bam, am besten werden sie in diesem Event sein, was erscheinen wird heute noch. Deswegen lasst auf uns erstmal einwirken. Link Skill, Prodigies, Big Bad Bosses, Universe Most Malevolent, Strongest Land in Space, Fierce Battle, Nightmare, Legendary Power. Das ist ein krass Link Skill Setup. Kategorie, Planet Namek Saga, Full Power, Transformation Moves, Wicked Bloodline, Terrifying Countless, Final Trump Card, Exploding Rage, Inhuman Deed, Space Trailing Warriors, Gifted Warriors, Planetary Destruction, Sworn Enemies. Kategorie zeige ich euch gleich. Das sind die Sets auf 100%. Also, mein lieber Scholli, Alter, der wird fetzen. Freezer wird fetzen. Alles klar, dann schauen wir uns an der Stelle mal Super Saiyan Goku an. Das ist die SSR-Version. Dann haben wir hier an der Stelle die TOR-Version, Freunde. Von dem Boy, gefolgt von der LR-Version. Ist so ein Intypus hier an der Stelle. Leader Skill, Legendary Existence oder Super Saiyan. Sehr stark. Gibt der Key plus 3. HP Attack 170%, Defense 150%. Das ist echt ein geiler Leader Skill, Mann. Der gefällt mir. Mit der 12 Key tut er seine Verteidigung permanent erhöhen, macht mehr Kosten Damage. Mit der 18 Key tut er seinen Angriff permanent erhöhen. Also jedes Mal, wenn er die 18 Key macht, erhöht er seinen Angriff und macht mega Kosten Damage. Also Buff ist quasi umgedreht wie bei Freezer. Im Vergleich zu Freezer, aber mega Cost Damage auf beiden Super Attacks richtig stark. Passive Skill auf die Key bekommt er immer 2, auf den Angriff und auf die Verteidigung 159% hat er immer. Er macht garantiert eine Additional Super Attack innerhalb derselben Runde, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Also Slot 1 bekommst du Angriff, macht garantiert eine Additional Super Attack. Damit kommt er zusätzlich auf den Angriff 59%. Und eine Medium-Chance, eine Edition Super Deck zu machen, als der zweite oder dritte Angreifer. Das wird separat kalkuliert, das wird so fetzen, Alter. Boah, und das ist einfach mit der 80 Key Angriff erhöht permanent und mit der 12 Key Defense. Also bei ihm ist so, klein wird halt bei der Edition Super Deck die 12 Key immer einsetzen, also seine Verteidigung erhöhen. Damit kommt er Key plus 1 am Anfang jeder Runde bis zu Key plus 3 und bekommt zusätzlich nochmal Attack 59%, wenn er gegen Extreme-Class-Gegner kämpft. Und er tut garantiert Kritten, wenn es einen Gegner gibt, dessen Namen Freezer enthält. Außerhalb, ausgeschossen Freezer Soldier. Freezer gibt es nicht so viele, okay, im neuen Event sicherlich. Da wirst du das schon gut sehen, aber pff, die Passive ist auch krank. Was ist das? Die Passive die Passive in Combo. Was? Die Passive in Combo mit dem hier ist krass. Die machen beide mega Colossal Damage. Also bei dem willst du auf jeden Fall auch gut Additional Attack gehen. So ein schöner Mix. Gut Crit und aber auch Additional, Additional Attack definitiv. Ja, ja, ich meine, gut, die Tuner garantiert Kritten, wenn er gegen Freezer kämpft. Freezer gegen Goku und sein Fort ist halt eventabhängig, wie auch das auftreten wird. Active Skill tut Greatly Angriff erhöhen temporär und macht Ultimate Damage. So wie bei Freezer. Und Bedingungen sind, kann man aktivieren, wenn man gegen einen Gegner kämpft und dieser ein Extreme Class Gegner ist und die HP 30% und drunter ist. Jedenfalls, seine Linkskills sind folgende: Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Kamehameha, Prepare for Battle, Fierce Battle, Legendary Power. Ah, die hätten Golden Warrior weghauen müssen und The First Awakening geben sollen. Das wäre echt geil gewesen. Kategorie Planet Namek Saga, Pure Saiyan, Full Power, Goku Fam, Super Saiyan, Kamehameha, Exploding Rage, Saviors. Oh, da ist ein Saviors, Turtle School. Miraculous Awakening und Powerful Comeback in den Leader Skills von Ui und Evo und Legendary Existence, eine neue Kategorie. Das sind die Sets auf 100%. Er hat einfach
Runde ist auf 22.000 Angriff. Alles klar, Alter. Der wird so fett Schaden machen. Also Goku ist richtig heavy. Intipus hat leider 5 Dodge von Natur aus. Ich hasse den Intipus, aber gut, was soll's. Er ist wirklich richtig gut, hey. Wenn man den Boy Piccolo SSR-Version hier an der Stelle und an dann Dokkan awakt, gibt der Planet Namek Saga Katori plus Rem HP Attack und Defense 130%, das ist der Nebencharakter vom Goku Spanner, macht Supreme Damage und tut Angriff und Verteidigung senken. Alles klar. Attack Nerf 6% hat er, bekommt zusätzlich Attack Nerf 20% am Anfang jeder Runde bis zu 6%, bekommt zusätzlich weitere Attack und Defense 20% mit jedem Angriff, den er macht, bis zu 60%, alles klar. Und hat eine High Chance, randomly Keysphären eines gewissen Typus in Rainbow Keysphären zu ändern. Ey, Boy Piccolo richtig stark. Und heilt sich um 600 HP pro Rainbow Keysphäre. Und ist ein Planet Namek Saga Katori Supporter. Sehr stark. Gibt Kipus Reitek eine 40%. Richtig gut. Linksteel, Brainiacs, Experience Fighters, Z Fighter, Namekians, Gaze of Respect, Shocking Speed, Fierce Battle. Dass die Katrine vertreten ist, Resurrect Warrior, Planet Namek Saga, Namekians, Worthy Rivals, Spawn of Mars, and Disciple, Saviors, Battle of Wits, Connected Hope und Gifted Warriors, das sind seine Sets auf 100%. Dritte Form Freezing an der Stelle, was hat der Boy drauf? Ist vom Extreme Instipus, gibt der Sworn Enemies Katrine Ki plus 3 HP Attack und Defense 130%, tut an der Stelle seinen Angriff permanent erhöhen, die Verteidigung für eine Runde und macht Supreme Damage. Passive Skill auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer 70%, bekommt zusätzlich weitere Attack und Defense 7% mit jedem Angriff, den er macht, bis zu 70%. Hat eine High Chance, zusätzlich zwei Additional Attacks zu landen und jedes davon hat eine High Chance, eine Super Attack zu sein. Sollten 50% alles sein. Crazy. Oh mein Gott, und er gibt der Sworn Enemies Katori Ki plus 3 Attack in der 40%. Brutal Beatdown, Prodigies, Big Bad Boss, Universal Most, Melvin, Shocking Speed, Strongest Clan in Space und Fierce Battle. Der ist auch stark, Mann. Katori Planet Namek Saga Transformation Moves, Wicked Bloodline, Terrifying Conquest, Inhuman Deed, Space Traveling, Warriors Gifted, Warriors Planetary Destruction und Sworn Enemies. Das sind die Sets auf 100%. Starke Nebencharaktere. Dieser Oldschool Kakarot bekommt seinen Dokkan Awakening. Ist einfach ein SSR Goku, wie gesagt, Super Saiyan, nämlich den hier, den ihr aus Banan ziehen könnt. Er gibt der Turtle School Kategorie Ki plus 3 HP Attack und Defense 120% oder jedem Typus Ki plus 3 HP Attack und Defense 70%. Mit der Super Attack tut er Angriff und Verteidigung für 5 Runden erhöhen und macht Supreme Damage. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 50%, bekommt zusätzlich weitere 50%, wenn die HP 50% und drüber sind auf seinen Angriff. Bekommt zusätzlich auf die Verteidigung 50% für 5 Runden. Bekommt zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%, wenn er eine Super Attack macht. Bekommt zusätzlich dann nochmal Attack und Defense 50%, wenn die Key 5 oder mehr sind. Okay. Bekommt zusätzlich weitere Attack und Defense plus 10% mit jedem Angriff, den er macht, bis zu 50%. Was ist mit dem? Einfach überall 50, 50, keiner weiß. Linkskill, Golden Warrior, Saint Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Fierce Battle, Katori, Pure Saiyan, Scope of Fame, Super Saiyan, Kamehameha und Turtle School. Das sind die Sets auf 100%. Dann haben wir noch an der Stelle hier die Sworn Enemies Kategorie, Freunde. Ganz ehrlich, die Katori, ey, LR Buhan, LR Cell, LR Prime Metal Freezer, Malima, da sind Buu vertreten. Oh mein Gott, Super Buu und Buhan zum Beispiel könnte man eine Rotation spielen so. Kid Buu ist am Start. Angel Golden Freezer. Sehr gut, Easy Transforming Freezer. Golden Freezer. Kann man schon was mit anfangen, ich sag's mal so, mit der Kategorie. Und das ist von Goku, Legendary Existence. Was? Ele Ui Goku ist einfach drinnen. Und Ele Ui Goku, Ele Ui Sein Goku. Hat deine Du spielst Ele Ui Goku mit Ele Ui Sein Goku in der Rotation. Du spielst den neuen Goku mit Easy A Broly in der Rotation. Bardock ist drin, in Broly ist drin. Bojack ist drin, interessant. Die ist zwar klein und kompakt, die Kategorie, aber die gefällt mir. Die gefällt mir auf jeden Fall. Und einfach Super Saiyan. Warte. Er bufft auch noch Super Saiyan. Und Super Saiyan ein guter Supporter. Okay. Die Katu gefällt mir im Kombo mit Super Saiyan. Izei und Ui Goku und sein Fort. Der könnte Pulse auch noch in Izei bekommen. Die ist nice. Die ist nice. Legendary Existence. Okay. Ja, der legendäre Super Saiyan Logo. Ja, das Ding ist der Sega Legendary Existence Leader. Und Brokkoli natürlich auch hier an der Stelle, ne?
Einfach BoJack zu Legende geworden, feier ich. Leute, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, der Boy bekommt heute auch sein Izzet. Das hat er drauf nach dem Izzet. Extreme Class gibt Ekip plus 3 HP Attack Net von 130%, tut Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht immens Damage und tut Verteidigung des Gegners senken. Hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 110%, bekommt zusätzlich Ekip plus 3 auf den Angriff 10%, auf die Verteidigung 40%, wenn er einen Super Class Gegner angreift und heilt sich um 11% HP am Anfang jeder Runde. Tut es dann jede Runde transformieren und die ganzen Buffs gehen hoch quasi bis hin zu Golden Freezer. Und bei Golden Freezer kann er folgendes. Er tut Angriff und Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht immens Damage mit einer Great Chance 70%, den Gegner zu stunnen für 2 Runden, hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 150%, bekommt zusätzlich weitere Key plus 3 auf den Angriff 50%, wenn er einen Superclass Gegner angreift und heilt sich um 15% HP am Anfang jeder Runde, bekommt einmalig Key plus 12 und macht garantierte Crits für die eine Runde, wenn er sich sofort transformiert. Also, das ist auch krass, weil ihr müsst euch überlegen, gebt euch die Sets nach dem Izzet, bitte. 21.000 Attack. Sehr stark. Also heute geht einiges, Freunde. Wie gesagt, ich werde heute auch summon 12:30 Uhr twitch.tv/osirusstones. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinguckt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mich wissen, wie ihr die Charaktere findet. Schade, dass sie keine Revive haben oder keine Kontermechanik. Also, ich sag's wie es ist. LOE, Goku und Evo haben auch keine Transformation, aber die haben zumindest einen Revive-Skill. Auch ohne Revive-Skill sind sie auf jeden Fall richtig stark. Die sind übertrieben gut. Aber ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.